Herzlich willkommen zurück zu Beefy 2 Action in Hollywood. Und Action, das machen wir jetzt. Wir hauen dem Dinosaurier die Brille vom Kopf. So. Wie sollen wir denn hier später drehen? Mit diesem Saurier. Mit dieser Gagbrille. Wie ich schon sagte. Ja. Ich weiß, dass du zu feige bist, hoch auf den Dinosaurier zu klettern. Ich bin nicht feige, nur vernünftig. Also, warum klettern Sie eigentlich nicht selber hoch, Chef? Ich? Auf den Saurier? Ich bin doch nicht verrückt. Außerdem, ich bin viel zu wichtig. Ach, und ich bin viel zu schön. Wie sollte der Film denn ohne mich weitergedreht werden? Wir könnten einfach einen neuen Regisseur anfordern. Das ist gut. Hä? Ja, es gibt doch genug junge Talente, die alle darauf warten, entdeckt zu werden. Jetzt geht's los. Wie wär's denn mit dem Pförtner? Gute Idee. Der ist heute so müde, dass er nicht mehr ganz klar denken kann, was? Genau. Und wenn er abstürzt? Macht er womöglich noch irgendwas vom Set kaputt. Ja, zu risikoreich. Tja, Chef. Da müssen Sie sich was Neues einfallen lassen. Schubidubidu, ich hau den Dinosaurier die Brille vom Kopf. Schubidubidu. Was man aus Holz und Pappe machen kann. Genau. So, benütze den wunderschönen Ball. Frisch gewackt. Andererseits. Ach, was soll's. Oh, toll. Junge, das war halt fabelhaft. Vielen Dank. Statt ich dich ärgere, weil er so böse guckt jetzt. Nimm Gagbrille. So, Pförtner, ne? Der schläft. Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, denn zum Pförtner werden wir uns jetzt begeben. So, wo war der nochmal? Natürlich ganz unten. Im Erdgeschoss. Ah, das kann ich mir gut merken. So, hier müsste er sein. Zum Pförtner. Also bisher muss ich schon sagen, das gefällt mir ganz gut, das Spiel. Ein bisschen viel Lauferei, muss ich sagen. Was ist das denn da? Witzig. Der Arme. Hält sich mit Nü und Not wach. Ich glaube, er hat eine Party gefeiert oder sowas, ne? Mit jungen, hübschen Frauen. So. Öffne, schließe, nimm, benutze Gagbrille mit Pförtner. Hallo. Ich glaube, ich könnte Ihnen helfen. Hör mal zu, Junge. Ja? Mein Name ist Heinz und wirst mich ab sofort gefälligst duzen, klar. Danke, sehr gern. Ich heiße Lukas. Sehr schön, Lukas. Und jetzt das Ganze nochmal von vorne. Hallo Heinz. Ich glaube, ich kann dir zu ein paar gemütlichen Stunden Ruhe verhelfen. Aha, Zeit wäre es ja, Junge. Und zwar mit dieser tollen Gagbrille. Lass mal sehen. Hier. Ah, genial. Ha, Junge, du bist ein wahrhaftiges Genie. Probier sie mal an. Dankeschön. Nimm erstmal meine Brille ab. So. Ah, jetzt bin ich wirklich gespannt. Na, wie sieht's aus? Perfekt. Jetzt kannst du schlafen, Heinz. Ohne dass du erkannt. Dass sich irgendjemand schnarcht. Schon eingeschlafen? Erstaunlich. Es ging wirklich sehr schnell. Gott sei Dank, jetzt haben wir endlich die richtige Brille. Und jetzt gehen wir zurück
zu den Studios, und zwar in die Technikabteilung. Die Frage ist allerdings jetzt wieder, wo ich nochmal die Technikabteilung? Ich denke mal, wir müssen im ersten Geschoss mal versuchen. Auf der ersten Etage. Technikabteilung. Technikabteilung. Ha. So. Jetzt geben wir Brille an Techniker. Da bin ich wieder. Ich habe dir eine Brille mitgebracht. Ist sie gute Nachrichten? Ich glaube, ich kann Ihnen helfen, diesen Zettel hier zu lesen. Wie denn? Wer ist damit? Eine Brille? Ist aber nicht meine. Sitzt aber ganz hervorragend, muss ich sagen. Danke. Bitteschön. Hallo, wie sieht dir denn aus? Mal sehen, was der gute Giorgio mir... Mamma mia! So etwas Ärgerliches. Was gibt's denn? Ich muss sofort weg. Entschuldige mich. Ich hab's eilig. Und dann stürzte er wie von Sinnen hinaus. Wieso das denn? Irgendwas auf dem komischen Zettel? Vielleicht ein Notfall in einem der Studio? Ich weiß es nicht. Also, er hat nicht gesagt. Ja, und weiter? Nichts weiter. Also, ich stand da so in seinem Zimmer und... Und? Ja. Oh, eine Zeit. Eine Cola? Nee, eine Regal. Schauen wir uns mal das Regal an. Lautet mir völlig unbekanntes Zeug. Das andere Regal. Was gibt's denn hier? Okay. Dann die Zeitung. Was steht denn da drin? Oh! Da ist etwas unter der Zeitung. Ein Schlüssel und eine Karte. Eine Schlüssel, eine Karte und ein Schlüssel. Wipp. Oh. Da steht was drauf. Besitzer dieser Karte sind Very Important Persons, also VIPs, und dürfen daher die VIP-Lounge jederzeit und ohne Überprüfung betreten. Dann machen wir das doch. Wir gehen sofort nach unten. Die Musik, die lädt ein zum Singen. So, die müsste im Erdgeschoss sein. Ganz rechts. Genau. Ah, sehr gut. Klopf, klopf. Aufmachen. Poch, poch. Ist denn da jemand? Niemand? Hallo? Ja? Mach die Tür auf! Hört mich jemand? Klopf, klopf. Hallo? Hallo? Ja? Gehen Sie nicht weg. Bleiben Sie da. Ja, 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 ja. Was ist denn los? Irgendjemand hat mich hier vorher eingeschlossen. Ich komme nicht raus. Zerhören Sie, gibt's denn keinen Schlüssel für diese Türe? Keine Ahnung. Und wie soll ich Ihnen dann hier raushelfen? Ich weiß nicht, hol Hilfe. Ich will hier raus. Naja, ich kann schlecht die Tür aufbrechen. Warum nicht? Dann ist sie ja kaputt. Na und? Ich bin Stoppelfeld, der große Zauberstoff. Ach, Stoppelfeld. Der Stoppelfeld durch die chinesische Mauer gelaufen ist, ja. Ja, dann lauschen Sie doch einfach mal durch die Tür. Latschen Sie, Entschuldigung. Was ist denn heute los? Naja, so einfach geht das nicht ohne Vorbereitung. Nur Mut. Sie schaffen das. Bums. Oh, Backe. Tut das weh?
Das hat wehgetan. Herr Stoppelfeld? Oh, das war jetzt witzig. Wenn Sie mich hören... Plaff. Oh, oh. Hallo? Da kommt nichts mehr. Das war's wohl. Lassen wir ihn erstmal einmal etwas meditieren. Ja, hier sitzt der dicke Typ hier. Und was macht der? Ein Prominenter. Ein Prominenter? Ja gut, ist ein VIP-Lounge, ne? Der Typ sieht ganz schön arrogant aus. Eine richtige Angeber-Physiognomie. So, dann sprechen wir mal mit dem Angeber hier. Hallo? Mach das Zischmädchen, Junge, und schwirr ab. Sie finden sich wohl sehr cool, oder? Ha, klar doch, Junge. Guck dir meine Rolex an, ja, spinn der King hier. Meine schönen, coolen Schuhe. King cool. Die Frauen fahren auf mich total ab, ist das klar? Na, dann will ich gleich mal lieber abfahren. Aber wir haben noch einen Schlüssel bekommen. Warte mal. Vielleicht ist das... Das wäre also... Wäre schon ganz gut. Ach, der Schlüssel passt leider nicht. Na, schade. Es wäre ja zu schön, um wahr zu sein. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Tisch. Hässlicher Tisch. Ein Schrank, den machen wir doch mal auf. Ein Schrank mit Krimskrams drin. Ich liebe Krimskrams. Aber nun natürlich nicht in meiner eigenen Wohnung. Ne? Hm. Öffne Schrank. Das Zeug brauche ich doch nicht. Hm, das ist komisch. Okay, was haben wir denn hier alles Schönes? Warte mal. Für was ist der Schlüssel eigentlich gut? Ich weiß nicht, was das soll. Das weiß ich auch nicht. Betrachte Schild. Hübsch gemacht. Hm. Was können wir denn noch hier uns anschauen? Weil ich schnüffel immer ganz gern, warum hier in neuen Gegenden, in neuen Räumen herum. Aber irgendwie... Hä? Ja. Schön. Hier ist nichts. Wir können auch... bewegen uns auch gar nicht, ne? Das ist schon... So. Jetzt müsste ich mal ganz kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Ich habe ein paar Notizen gemacht. So, wir müssen nochmal zu einem Drehort. Jo, und zwar in die 7. Etage. Ich hoffe, ich habe alles erledigt, was ich da wollte. Irgendwie, ach, irgendwas. Ich habe immer im Kopf, dass ich noch irgendwas machen muss da. Zu einem. Aber zu welchem Drehort? Ah, ich glaube, wir müssen den Typen befreien. Genau, den müssen wir befreien. Ach Gott, wie ging das nochmal? Knopf. Betrachte Knopf. Ein kleiner Knopf an der Wand. Nee. Benutze Knopf. Mal sehen jetzt, was jetzt gleich passieren wird. Klick. Gar nichts. Huch, die Tür geht auf. Wohin die Tür wohl führt, das frage ich mich auch. Zum Nebenraum. Ach du lieber Gott, was ist denn hier los? Knochen, ist das hier Alien? Das hat bestimmt dieser Künstler aus der Schweiz. Ach, wie hieß der denn nochmal gleich? Ach, ein Geigerzähler? Geigerkasten? Geigenkasten? Ach, egal. Was ist denn das hier? Babyölien. Oh, wie so geil. Alarmlicht. Kann ich das mitnehmen? Warte mal. So Babyölien, das hätte ich auch ganz gerne. Ein Babyölien? Lebensmüde oder was? Also ist ein Film. Benutze Babyölien. Was? Oh, Hebel. Ein Hebel mit Schlüsselloch. Ich habe noch nie einen Hebel mit Schlüsselloch gesehen. Vielleicht passt der Schlüssel hier hin. Quietsch. Aha. Zumindest habe ich jetzt was mit dem Hebel gemacht. Und das ist ja schon die Hauptsache. Frei! Lausch. Endlich frei! Nanu? Wunderbar. Höre ich da nicht freudiges Geschrei aus dem Nebenraum?
zum Nebenraum. Bin mal gespannt, ob der Typ jetzt frei ist. Ja, Streck. Witzig. Ah, wie das gut tut. Ach, mein Junge, ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Na dann. Hier hast du 2 Mark. Ganz für mich alleine? Aber das kann ich doch nicht annehmen. Nein, nein. Sei nicht so bescheiden, nimm sie nur. 2 Mark. Als Ausdruck meiner großen Dankbarkeit. Oh, wie geil. Naja, was soll ich sagen? Es treibt mir doch glatt die Tränen in die Augen. Oh, herrlich. Das war gut. Das war jetzt wirklich gut. So, ja. Zwei Mark, ja. Ach, Gott. Ich mach Schluss mit dir, hörst du, Tilon? Aber Brenda, tu nichts Unüberlegtes. Mich tu dich nicht auch ein, Tonner. Wie halb, was hast du denn für einen Namen? Was zwischen mir und Tilon läuft, ist, aber ich will doch nur das Beste für dich. Lass nur, Tonner. Ich regle das. So, wie du alles regelst? Oder wie? Ja, ich bin doch kein Motorrad oder so. Ja, hat auch keiner behauptet. Prenda. Halt jetzt den Mund, Tonner. Kümmer du dich lieber um deinen eigenen Kram. Was soll das denn jetzt wieder heißen, hä? Du weißt ganz genau, wovon ich rede, oder? Und tu nicht so unschuldig, Prenda. Tonners Probleme gehören jetzt wirklich nicht. Ach, sei ruhig, Tilon. Deine Meinung will doch hier sowieso keiner hören. Was? Ich dachte, du liebst mich. Dachtest du, ja? Das war einmal. Aber hier in Frankreich ist mir klar geworden, dass wir beide leider nicht zusammenpassen. Tilon, sei doch einmal vernünftig. Brenda? Du bist es doch, die plötzlich ausflippt. Was hat Tilon dir denn so angetan, dass du so redest? Was verstehst du denn davon, Tonner? Von wahrer Liebe. Küssen bei Vollmond. Teuren Geschenken. Naja, vielleicht mehr als du dir vorstellen kannst. Ach ja, so, ach ja. Ja, ja. Prendo, Tenna, Tano, Prona. Ich bin schon ganz verwirrt. Man hört's, Tilon. Hast du schon Entzugsentscheidungen ohne ein wunderschönes Motorrad? Lass das, Brenda. Ich dachte, hier in Paris können wir... Ach, sag mal, so richtig Zeit für uns nehmen. Ach nein. Doch, das war mein Ernst. Lachhaft. Wann hast du denn schon einmal etwas ernst genommen? Ach, was für ein Elend. Tilon hat doch recht. Aber wir sollen uns doch hier gar nicht streiten. Wir sollten die Welt einmal kennenlernen. Andere Länder, andere Sitten, andere Jungs. Oh, sorry. Aber das ist mir gerade so rausgerutscht. Stattdessen streitet ihr den ganzen Tag. Ist also wirklich nicht schön. Oh, und ihr versaut mir die ganze gute Laune. Heul. Hör auf zu weinen, du Memme. Ach. Das wollten wir doch gar nicht. Beruhige dich. Ist schon gut. Da siehst du mal wieder, was du angerichtet hast. Oder was du gemacht hast. Ich? Ja, du. Ich hoffe, Tilon, du bist ganz stolz auf dich. Schau dir nur mal die arme Tonne an. Hä? Aber ich hab doch... typisch Tilon. Natürlich redest du dich wieder raus. Weißt du was? Was denn?
Ich mach Schluss mit dir. Hörst du, Tillon? Aber, Brenda. Tu nichts Unüberlegtes. Misch du dich da nicht ein, Tonner. Was zwischen mir und Tillon läuft, ist... Aber ich will doch nur das Beste für dich. Lass nur, Tonner. Ich regle das. So wie du alles regelst. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.